Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein Update geben über das Puzzle-Projekt. Ja, wie ihr seht, habe ich es jetzt schon deutlich weitergemacht. Ich befinde mich immer noch, man kann es schon fast so sagen, am zweiten Puzzle. Es ist noch nicht so richtig vorangekommen, das Puzzle-Projekt von 10, das muss ich gestehen. Aber wie gesagt, ich wollte euch unbedingt ein Update geben. Ja, wie ihr seht, dieses Puzzle hier auf der rechten Seite, ist es eher bräunliche Töne oder gelbliche Töne. Auf der linken Seite sind es eher bläuliche Töne. Bläulich hat natürlich das Problem, dass wir uns auch im Bereich des Randes befinden. Der Rand hat auch bläuliche und weißliche Töne. Somit haben wir hier eine Überschneidung. Und wenn man eine Überschneidung in der Farbe hat, bedeutet das natürlich, mehr Teile sind hier noch in Blau. Darum seht ihr oben am Rand zum Beispiel Tütchen. Ich habe in diesen Tütchen Teile, wo Sternchen drin sind. Oben am Rand sind zwei Tütchen, wo Sterne auf den Teilen sind. Es kann mal passieren, dass auch ein Stern im Puzzle selber ist, aber die meisten Sterne sind am Rand. Das heißt, ich habe vermutlich dort oben sehr viele Teile, die sich am Rand befinden und die sozusagen zum Schluss machen. Auf der rechten Seite wiederum sind ebenfalls Tütchen und in diesen Tütchen sind eher blaue Teile. Diese blauen Teile werden dann wahrscheinlich in dem großen Feld, wo ich jetzt gerade aktuell noch puzzle, so einen weißen Teil, das Zwischenspiel bilden, zwischen den weißen Dingen. Aber das weiß ich natürlich noch nicht. Aber das sind die Vermutungen. Und so sortiere ich, wie ihr es ja schon wisst, immer nach Teilen. Was ganz interessant ist, es gibt auch noch einige braune Flecke, die fehlen. Zum Beispiel der rechte Rand. Ihr seht oben rechts zum Beispiel so 4 extra Teile am Rand. Oder 3, die rübergehen. Der braune Rand da, wo ich jetzt gerade bin, mit meiner Uhr, geht aber noch ungefähr so 6, 8 rein bis zum Rand. Da werden also sehr viel braune, dunkelbraune oder schwarze Teile liegen, die ich noch nicht zusortieren kann. Vielleicht auch dunkelblaue Teile. Das ist relativ schwierig, die zu finden. Ich fange jetzt also hier an dieser Stelle jetzt im Zwischenspiel in dem Update, das ich euch heute geben möchte, einfach mal damit an, hier noch die restlichen weißen Teile zu verpuzzeln, wo ich der Meinung bin, das könnte etwas einfacher sein. Hier habe ich die Möglichkeit, noch Fortschritt zu machen, viele Teile wegzukriegen, um dann die Anzahl der Teile einfach zu reduzieren und damit sozusagen die Möglichkeit zu reduzieren, wo etwas hinkommt. Unten links seht ihr noch so einen kleinen Haufen mit bläulichen Teilen. Diese bläulichen Teile haben aber einen Gelbstich. Und ein Gelbstich kann natürlich auch nur in besonderen Areas sein. Und darum habe ich auch diese erst einmal zur Seite gelegt. Die werden gegebenenfalls eine Spiegelung, wenn ihr rechts rüber guckt auf die bräunliche Seite, seht ihr so Treppenstufen. Und wenn diese Treppenstufen auf der anderen Seite ebenfalls gespiegelt sein sollten, dann hoffe ich, dass wir diese Treppenstufen so von rechts nach links rüber spiegeln können, weil Mickey ja scheinbar auf einer Art Treppe oder auf einer Empore oder irgendetwas steht. Das Bild auf der Verpackung selber kennt ihr schon, habt ihr schon mehrfach gesehen, auch in dem Video-Thumbnail. Das ist sehr klein, da kann man also nicht so viel herauslesen, wo Mickey nun wann zu welchem Zeitpunkt steht. Aber ihr erkennt jetzt hier wirklich einen tollen Zwischenbericht. Und wenn ihr jetzt seht in der Vierfachzusammenraffung, wie mühsam es ist, einzelne Teile zu finden, dann liegt das natürlich daran, dass diese weißen Markierungen, an denen ich jetzt rumarbeite, hier in dem Zusammenschnitt, sowohl rechts oben sind, als auch der ganze rechte Weg runter, aber auch in der Mitte dort, wo ich jetzt puzzle. Und es wird dann nachher nach links rüber ebenfalls einen Arm geben, den ich euch wahrscheinlich erst im nächsten Video dann zeigen kann, / werde. Ja, und daran, an diesen Einzelheiten puzzle ich jetzt. Dort versuche ich Fortschritte zu machen. Ich mache auch Fortschritte, aber ihr seht schon, das ist wirklich sehr, sehr langsam. Und jedes Puzzlestück sucht sich seinen Weg und findet auch seinen Weg in das Puzzle, aber es dauert eben.